Unten im Botanischen Garten in Augsburg in der Gärtnerhalle habe ich meine Ausstellung Blumen und Blüten aufgestellt, die vom 28. Juni bis zum 5. August in der Gärtnerhalle zu sehen sind. Diese Ausstellung kann weiter wandern. Wer sie haben möchte, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Meine Homepage www.birgit-von-lem.de. Die Ausstellung ist hier in der Gärtnerhalle wie ein Blütenblatt aufgebaut. Wie eine Blüte mit drei Blütenblättern, besser gesagt. Im ersten Blütenblatt sind zu finden Liebe, Lust, Leidenschaft und Zärtlichkeit mit dem Blick frei zu Adam und Eva, umgeben vom blauen Erwachen und vom roten Erwachen. Aber alles ausgehend von der Majestät, die alle drei Blütenblätter ausstrahlt. Man wird empfangen von der Liebe für die Welt, seht, welche Liebe der Vater hat. Und geht weiter zu geliebt. Siehe, ich habe dich je und je geliebt, umrahmt von zwei Aquarellen. Mit Aufblühen im Wasser wieder der Blick zur Majestät, von dem der Segen ausgeht, hin zum ersten Hochzeitsbaldachin. Aber wir bleiben erstmal im ersten Blütenblatt, der Eva mit dem Erwachen in Rot, dem Adam und dem Erwachen in Blau. Denn wenn zwei sich finden, dann erwachen sie richtig und die Liebe kann fließen. Die Liebe fließt so sehr, dass natürlich ein Kuss der Leidenschaft unumgänglich ist. Und darum ist dieses Bild gegenüber von Adam und Eva zu finden. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Weiter geht es zur Lilie von Sharon, auch ein Seitenbild, so wie 8 Seitenbilder hier in der Ausstellung. Lilie von Sharon, du bist die schönste unter den Blumen, du bist die Lilie in der Wüste Kadas, eine Blüte unter den Blumen. Die schönste, die der Liebste sich auserwählt. Umgeben von den Leinwandbildern, Lilie von Sharon, hin wieder zum Kuss, Blick zur Liebe für die Welt, zum Geliebt, zum Erwachen in Rot, in Blau und natürlich den prachtvollen Adam, der blauen Hibiskusblüte. Inmitten des ersten Blütenblattes befindet sich ein Tisch mit dem Gästebuch. Was ganz typisch ist für jede meiner Ausstellungen, dass ich ein Gästebuch auslege, denn es ist schön, wenn hier Gäste ihre ersten Eindrücke auch hineinschreiben können. Nun wandern wir zum zweiten Blütenblatt vorbei an der Majestät mit dem Segen am Abend, dem Segen am Morgen. Und dem dreifachen Segen. Ich
will dich segnen, du sollst ein Segen sein und in dir werden Generationen gesegnet werden. Hin zu der Schöpfungsreihe. In 7 Tagen hat der Herr die Welt erschaffen, in 6 Tagen und am 7. hat er geruht und der Mensch in Form von Adam und Eva auch. Weiter zu den Aquarellen, die hier zu finden sind. Wachsen und leben, beschützt in Töpfen oder in gesunder Erde. Ein Blick schon ins 3. Blütenblatt lässt uns vorher aber noch verabschieden von dem ganzen Wachsen in einem Topf, dem ganzen Leben gedeihen und dem Sterben. Das 3. Blütenblatt geht um Zerbrochenheit kann heilen, abtauchen im Wasser und wieder zart erwachen und zum neuen Leben aufblühen. Hier aufblühen in Blau, beim Verkaufstisch der Karten und Plakate von meinen Exponaten und beim Hochzeitsbaldachin. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Hin zu Spiegelbildern, Zerbrochenheit kann heilen und Weite blicken. Der Blick frei in den Seerosenbereich mit 7 Seerosenbildern. Auch hier wieder die 6 Schöpfungstage sollen sie darstellen. Mit der 7. Seerose, dem Ruhetag. Nun kommen in diesem ganzen Ensemble kommen Seerosentischplatten, eine feminine Seerosentischplatte und eine maskuline Seerosentischplatte. Denn immer gehört Mann und Frau für Fruchtbarkeit zusammen. Wenn Sie sich am runden Tisch gesetzt haben, dann kann ein zartes Erwachen passieren, bis zum Aufblühen in voller Blüte wieder. Die Knospe wagt sich zu öffnen. Kann sogar Frucht bringen. All das ist zu finden in der Gärtnerhalle im Botanischen Garten. Diese Ausstellung ist zu bekommen für einen anderen Ort. Ab dem 7. oder 8. August steht sie zur Verfügung, vielleicht in abgewandelter Form, an einem anderen Ort aufgestellt zu werden. Wer das möchte, kann sich bitte mit mir in Verbindung setzen unter birgit-von-lem.de. Dies ist die Ausstellung im Botanischen Garten in der Gärtnerhalle. Eine Blume mit 3 Blütenblättern, mit Holz, Seidenbildern, Aquarellen, Holzwändebildern und Leinwandbildern. Herzliche Einladung dazu, hier zu verweilen. Dankeschön und Ihre Birgit von Lem wünscht Ihnen alles Gute.